Und jetzt sind wir plötzlich gejagt. Einfach so. Ich sehe zwei Unidad, der Checkpoint, da drüben. So. Ich habe die Explosion nicht nur gehört, ich habe sie verursacht. Mit diesem Heli ist es natürlich sehr schwer, den Raketen auszuweichen. Aber vielleicht komme ich ja hoch genug, dass ich noch abspringen kann. Ich würde gerne direkt bei El Comandante abspringen. Ja, guck mal, das passt doch. Oh, die Preisfrage, wo ist das El Comandante Haus? Da, wo der Pfeil war. Cool. Wie convenient. Das sind Kartellpenner, die auf Unidad schießen. Oh shit, nicht auf dem Dach, bitte. Nicht hier oben, nicht hier oben, nicht hier oben. Oh Gott sei Dank, gerade noch runtergekommen. Ich hatte es nämlich schon einmal, dass ich nicht wiederbelebt werden konnte. Leute? Warum kratzt ihr ab? Ihr sollt mich wiederbeleben. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Ja, bitte? Verdammt, das war knapp. Da ist dein Schleichschutz runter mit dir. Verfickte Scheiße! Ist da rein? Ach, guck mal. Da ist er ja schon. Der ist ja schon tot. Wer hat den denn getötet? Bowman, wir haben das gewünschte Foto von El Comandante. Ich schick's rüber. Mein Gott, ich kenne den Typ. Ich muss nur überleben, bis sie fertig gelabert hat. Sein Vater ist... Nein! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Ah! Die Mission ist erst zu Ende, wenn die fertig gelabert hat. Die Alte. Ah, Mist. Kaki. War nicht so gut. Also es war eigentlich schon gut, bis unsere Kameraden gefallen sind wie die Fliegen und ich dann aus irgendeiner Quelle, keine Ahnung von woher, abgeknallt wurde. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ich mach's aber trotzdem wieder genauso. Oder so ähnlich zumindest. Ich habe vor, mit dem Heli in das Gebäude reinzukrachen. Ich mach das, ich fliege. Na los, na los. Das Problem sind, hier sind halt sau viele Flugabwehrgeschütze. Schätze, er war nicht so hart, wie er dachte. Weg mit der Maske, damit Bowman hier vor. Rein. Shit. So, aber ich lieg drin. Komm, wiederbeleben bitte. Dann hole ich direkt die Rebellen. Komm, wiederbeleben. Mach doch. Mal sehen, wer du wirklich bist. Ab hier. So. Der Typ liegt allerdings draußen, was schlecht ist. Ich habe mich selbst gekillt. Oh, scheiße. Ich habe gedacht, das wäre schon die letzte gewesen, aber naja, kacke. Dann haben wir jetzt ein Problem, denn wenn ich den jetzt da identifiziere, dann bestimmt sterbe ich gleich nochmal. Das ist jetzt mein letztes Leben.
Nomad hier. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. Mein Gott. Ich leg mich jetzt hier hin. Das ist Miguel de los Monteros. Sein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Sieht aus, als hätten Sie Miguel mit einem Geheimauftrag nach Media Luna geschickt, um Boliviens Kokainhandel zu übernehmen. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. Ja, geschafft. Nice. So, haben wir hier wieder was Neues? Nein. Kuani? Nein. Hier? Sowieso nicht. In Espiritu Santo bestimmt. Das ist nicht Espiritu Santo, das ist... Ach, ich habe keine Lust, jetzt den LOA schon zum dritten Mal anzuschwärzen. Hier, Espiritu Santo. Da haben wir ein paar, das ist gut. Ja, super einfach. So, dann... Warum? So, geht doch. Arrangieren Sie die Begegnung. Ich habe kein Ziel. Tja, dann... Pech. Ich fahre. So, da raus und dann Teleport. So, und Teleport. Und zwar... Ja, da. Näher geht's nicht. Also, bei den ersten paar Malen, als ich diese Mission gemacht habe, war sie relativ schwer. Bis ich dann herausgefunden habe, dass man die auch aus der Entfernung direkt töten kann. Den Typ. An der Wimmels von Gegnern. Wir lassen ich will jetzt mal gucken. Ich hab eigentlich genug, ne? Machen wir mal ein bisschen. So. Stufe 14 ist fast ganz voll, der Balken jetzt. Nice. Wissen, wo Sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Bisschen Schadensaufwertung betrieben. Viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Bin drauf. Da ist so ein Baum ohne Kollisionserkennung. Guck. Siehst du? Das war das, was ich meinte vor ein paar Folgen. So, da suchen wir uns mal ein hübsches Plätzchen zum Landen. So, sehr schön. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Hey, natürlich wir haben einen Narko mit MP. Dicht beim Parkplatz. Das Fenster ginge bestimmt auch. Mit der Sniper sowieso wahrscheinlich auch durch die Wand. Ich sehe unser Ziel. Vermutlich wird der Mann die Geschäfte für das Kartell. Ziel am Boden. Wiederhole. Ziel am Boden. Das war die Mission. Goldrausch im Norden. Auf geht's. Ist auch einfach. Vor allem mit der Drohne. Gute Arbeit in Espiritu Santo. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Wochenende. Oh, ups, 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 ups. Finden Sie das nördliche Goldversteck ist ein bisschen übertrieben. Denn es zeigt immerhin ein fetter weißer Pfeil da drauf. Das wird in dem, bei Breakpoint wird das übrigens anders, beziehungsweise man kann es einstellen. Man kann einstellen, ob man so haben möchte wie hier. Dass das Missionsziel direkt markiert wird. Oder ob nur ein Radius markiert wird. Na gut, hier ist auch jetzt nur ein Radius markiert. Aber auch wenn man einen Laptop hacken soll und sowas, dass man dann erstmal alles aufklären muss. Bleiben.
sind Gegner in der Nähe. Jo, zwei Kartellschützen. Ganz dicht bei der Sandsackstelle. Und das wird erst dann markiert, wenn man. Sollte niemals eine Goldmine besitzen. Hua, machen wir sie dicht. Wenn man. Wenn man es entdeckt hat. Huch. Ja, ja, man geht. Hoppla. Kuckucks. Die wissen von uns. Ist mir doch wurscht. Ja, schießt dir mal bitte einer. Hab das Ziel. Ich schieße auf die Ärsche. Das ist La Santera. Chill doch. Dass er nicht merkt, dass dem gerade eine Drohne gegen das Bein geflogen ist. Ja, ja. So. Wow, wo kommt der denn her? War das noch nicht alles? Scheinbar nicht. So viel Stress hatte ich damit noch nie. Aber ich die Drohne einen Tick zu früh gesprengt, ha? Eben. Ach nee, links im Ecken ist noch eins, stimmt. So. Scheiße, hier bricht alles zusammen. Also nichts wie raus hier sofort. Ist ja nicht so, als wären wir schon draußen. Wo ist der Heli? Da oben. So, dann machen wir die nächste. Goldrausch im Süden. Nicht. Die ist zu. Gibt zu wenig Punkte. Kapelle von La Santera. Da müssen wir das da oben. El Sueños Bibel klauen. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. Komm, hier. Feuert alles. So. Geht doch. Alles sauber. Nicht so weit runter, nicht so weit runter. Denn da gammelt irgendwo noch ein Scharfschütze rum. Da ist er. Ein Scharfschütze. Dass der nicht gemerkt hat, dass da gerade ein Heli neben dem aufgeklatscht ist. Zack. Aufs Maul. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Hey, Kartellschütze! Locker bleiben, alles ist gut. Ups. Geh in Position.
Ich hab das Ziel. Ruhig, die wissen, wir sind hier. Aber ein Ziel. Greife an. Ups, das war alles nicht ganz so klug.